Ja, ansonsten passiert gerade erstmal nicht so viel. Die Männer sind im unteren Schiffsteil und Kiaras hat Befehle gegeben. Ahmad steht oben. Eldan ist sich nicht ganz sicher und grübelt über diese magische Erscheinung. Definitiv magisch, aber wo der Zauber herkommt, weißt du nicht. Ja, die Steuerfrauen sind in Panik. Die haben Angst. Wenn die Steuerfrauen Angst haben, sitzen wir richtig hart in der Kacke. Ach, was kann schon schief Ich gehen? würde einfach mal jetzt hier runter die Treppen und hier mal gucken, ob ich irgendwo was auf hoher See sehe. Was außer um die Dämonenarche herum ist, ob da irgendwie sich was sich befindet. Sinnschärfeprobe, um mal runter zu gucken. Ja, mit dem Wurf hätte ich es nicht mal geschafft, ehe ich mich umsah. Kapitän, wir haben was gefunden! Was denn? Dann, Wenn ihr es lobt, die Hand schleifen, ich schlag ihn. poltert Blutschluck die Treppe wieder nach oben und ich weiß nicht, ihr seid jetzt alle hier versammelt? Hauptdeck. Hauptdeck. Hauptdeck, ja. Kiaras, Daro. Wer fehlt Hier. noch? Der Magier. Der Magier, hat er schon Token hier drüben? Nee, ne? Ich glaube nicht. Dann musst du den einmal bitte rüberholen. Über Select Map mit Steuerung C kopierst du mal den Token dahinter und können wir da mit arbeiten. Okay, ja, Blutstück kommt die Treppe nach oben gepoltert und wirft dann ein Büschel vor euch hin. Es stinkt widerwärtig nach Untot. Verrottet, verwest und einige Fliegen sirren um dieses Ding umher. Hast du das Bild rausgezerrt? Selbstbeherrschungsprobe. Selbstbeherrschungsprobe. Für alle, die dort stehen. Sehe ich das von da oben? Nein. Du bist blind. Ich habe Selbstbeherrschung heute schon einmal gepatzt. Ne, Menschenkenntnis habe ich gepatzt. Aber das sieht gut aus. Ich glaube, ich kotze im Strahl. Ja. Eldan geht auf die Knie und er bricht sich. Tierkunde, erschwert um 5. Das habe ich, das habe ich. Ich auch. Kann ich überhaupt noch würfeln oder bin ich mit Kotzen Du beschäftigt? kannst nicht, nein, du bist mit Kotzen beschäftigt. So sieben wir sie eine nach dem anderen aus. Ohne Erschwernis hätte ich es geschafft. Ja, das Ding ist wohl mal ein Tier gewesen, allerdings ist der Körper auch leicht aufgedunsen, sodass du nicht genau erkennen kannst, was es ist und vielleicht hat auch Blutschlucks ungutes ja, Herumkicken dazu geführt, dass es ja, einen gebrochenen Hals oder sowas hat. Also du kannst es nicht genau erkennen. Es ist ungefähr so groß wie ein menschlicher Kopf, vielleicht ein bisschen größer. Irgendwie gräulich. Kommst du nicht dahinter, was das ist? Also könnte man vielleicht nochmal mit der Schwertspitze oder sowas anstupsen, aber mit dem Finger oder sowas nochmal ran, da hast du definitiv gerade nicht die Lust zu. Aus wessen Magen habt ihr das gezerrt? Lag unten rum. Im Unterdeck. Einfach so? Einfach so. Keine Ahnung, was das ist und wo es herkommt, aber so wie diese Dinge riechen, habe ich schon andere Dinge in ganz anderen Gegenden gerochen. Es erinnert mich an Wahrung. Untot. Warum haben wir Untot auf dem Mutterschiff? Wir müssen ins Unterdeck. Ja, eventuell sind da noch mehr von diesen Wesen. Ja, Ahmad, du kannst unter dir dann auch das Gelaufe im Treppenhaus hören und die Stimmen von ja, Eldan, Kiaras und Jalan. Möchtest du ihnen folgen? Möchtest du irgendwas rufen? Ich möchte nach Möchtest oben rufen. Okay. Das prophylaktisch. Ahmad! Wir müssen ins Unterdeck! Warum? Untote! Okay, ja. Es war so einfach, ist das. Ich meine, wir wissen vermutlich, dass es unter der kleiner ist, als es sein sollte. Und er ist der Einzige, der uns hier die Türen aufmachen kann. Ja, ich würde natürlich Hilal auch noch rufen, dass er hinterherkommen soll. Aufhören soll, mit Eichenkäfern zu spielen. Ja, wenn ihr nach unten kommt, würfelt mal bitte eine Gassenwissenprobe, um euch hier im Schiff wieder zurechtzufinden, weil die Arche ist verwinkelt und ja, das ist natürlich schwer, sich dann hier zurechtzufinden. Der ein oder andere wird es vielleicht Was der schaffen. zweite Patzer? Eldan, dir fällt auf,
Eldern fällt auf, dass du siehst ein paar magische Symbole, definitiv Symbole der Abschwörung. Das ist wohl der Kreis, in dem er Erfadaios als Paktierer gefangen gehalten worden ist. Unglaublich filigran und Kunst. Also du könntest diese Zeichen natürlich auch weiter abmalen, aber hier steckt eine unglaublich hohe Art der Magie drin. Und das, was dich so ein bisschen schockiert, was dich wieder aus der Bahn wirft und dich fast ein zweites Mal würgen lässt, irgendjemand hat sowas wie ein Kreideengel in dieses Gemälde gemacht. Also hat sich reingelegt, die Arme, die Beine einmal ausgebreitet, wie du einen Schneeengel machen würdest und hier seine Signatur hinterlassen. Damit kann man auf alle Fälle niemanden mehr zurückhalten. Dieses Zeichen ist restlos zerstört. Aber lustig. Sollte das nicht hier jemand... Obwohl, ich weiß nicht davon, dass das jemand bewachen sollte. Ich schaue mir das mal sehr verwirrt an. Was ist das denn? Da, Spannkreis, er ist nicht mehr zu gebrauchen. Darin war der Paktierer gefangen. Aber Erfadaios ist tot. Kann ich irgendwie auf eine Art Schelm schließen? Ein Schelm. Das Lachen. Ja. Das Lachen und durch dieses. Ja, im Grunde trollt er uns halt ein bisschen. Definitiv. Und die allerhöchste Kunst ist der Schwarzschelm. Gemeinsam mit dem Ding, was dort lag, was du nur mit einem Augenwinkel mitbekommen hast. Das Flirren vor deinen Augen waren Fliegen. Dir kommen einige ungute Geschichten wieder nach oben vor deinem geistigen Auge. Du erinnerst dich an Berichte von Schwarzschelmen, vom König der Schwarzschelme. Toxis von Freigeist. Toxis von Freigeist? Mit seiner untoten Gans Travia. Ja, ich schau die anderen erstmal. Ich schau euch nochmal kurz um. Ich glaube, wir haben uns mit einem Schwarzschelm zu tun. Dem Schwarzschelm. Einem Schwarzschelm. Torkis von Freigeist. Untote Gans, sagt euch das was? Ist das sowas wie ein Schwarzmagier? Nein. Noch viel schlimmer. Die Schelme sehen ihre Magie. Sie setzen sie frei ein, ständig. Wann immer ihnen die Launen schwingen. Und die Schwarzschelme, sie sind noch viel verachtenswerter. Sie setzen Beherrschungsmagie ein, wie als wäre es wie ein ganz normaler Bauer die Harke schwingt, so schwingen sie die Beherrschungsmagie. Alles, was sie wollen, ist Zerstörung, Vernichtung. Er hat eine untote Gans dabei, wenn ich mich nicht ganz irre. Kann ich irgendwas, weiß ich noch was über ihn? Seine Geschichte ist verworren. Aber, nun ja, nachdem die Akademie von Schwert und Stab umgezogen ist aus Beilung nach Gareth, hast du einige Geschichten von deren Spektabilität gehört. Der kleine Zwerg hat wohl immer und immer wieder mal von einem Torxis erzählt, den er unter einem anderen Gesichtspunkt kennengelernt hat. Er war wohl bei der Schlacht der 1000 Oger vor ungefähr 20 Jahren dabei und hat damals seinen Verstand verloren. Vor rund 20 Jahren scheint der Mann seinen Verstand verloren zu haben. Ich würde ihn als höchst gefährlich einstufen. Wir müssen aufpassen. Ihr wisst, was mit verrückt gewordenen Magiern passiert. Wenn ihr ihn seht, tötet ihn. Wenn wir das können, dann ja. Wenn nicht, sind wir sowieso verloren. Als ihr euch wieder umdreht, mit einem sorgenvollen Blick, könnt ihr in dem Gang eine Wasserleiche erkennen, die eben noch nicht dort lag. Schmeißfliegen sitzen auf dem weißen Fleisch und dann erhebt sie sich aufsummend. Und mit einer weißen, schillernden Wolke werden die Fliegen von ihm abperlen, Schwärme über das Deck, über das Unterdeck. Das Ding verwandelt sich in eine absurde, hüpfende Gestalt, grell bunt geschminkt, ein Schelm in Gauklergewändern mit einem Mantel aus Myriaden von Fliegen. In den Händen, könnt ihr sehen, hat er wohl einen Heroldstab mit einem mumifizierten Kinderkopf und eine zerfledderte Puppe.
Das ist eine Gans. Die Gans, die eben noch oben auf dem Oberdeck lag, die jetzt wie eine Puppe über seine Hand gestülpt ist. Er zieht einmal seinen Hut vom Kopf. Gestatten? Torx ist von Freigeist. Ich habe eine Botschaft für euch. Vom Pontifex Maximus. Ich bin impulsiv, ich gestürme ihn. Ja, dann macht doch mal einen Sturmangriff. Ich hätte mir jetzt wenigstens zugehört, aber mach euch Karas. Wie gesagt, ich bin impulsiv. Aber nein, ich mache keinen Sturmangriff. Ich gehe auf ihn, ich stürme auf ihn zu und versuche ihn dann normal anzugreifen. Ja, mach Sturmangriff. Kann er nicht, er hatte ja selbst nicht. Ich weiß, Sturmangriff. Impulsiv. Erste Aktion, Sturmangriff. Und was kriege ich für eine Erschwernis? 4. Beziehungsweise, weil du sie nicht kannst, nicht nur 4, sondern 8. Ja, ich habe was. Ah, jetzt. Ja, unter, du willst gerade losrennen, die Entfernung ist perfekt. Und dann rutschst du aus. Aus einer Bananenschale, die unter deinem Fuß plötzlich auftaucht. Du schlägst unglaublich hart mit deinem Hinterkopf auf das Deck der Eiche. 1W6 Schadenspunkte. Ich breite mal so ein bisschen die Arme aus, im Sinne von macht mal langsam und flüstere Eldern zu. Überlegt euch was. Dann haben wir laut gerufen. Von wem? Vom Pontifex Maximus. Xeran. Xeran, die bucklige Sumpfkröte. Mein Meister. Dem, was er ist. Mein Meister ist sehr traurig über euch. Ihr habt ihn zum Weinen gebracht. Und oh, mein Travia-Schatz auch. Er wackelt so ein bisschen mit dieser Puppe auf seinem Arm und ihr wisst nicht genau, wo er ist, aber der Schnabel geht ein bisschen auf und dann beginnt er mit dem Bauch reden. Ihr Unholde. Also er macht seinen Mund nicht weiter auf und jetzt hört es sich so an, als ob die Puppe spricht. Travia, die untote Gans. Unartig und gemein seid ihr. Jawohl. Warum gebt ihr euch auch nicht mit eurer Schaluppe auf? Überantwortet euch dem gerechten Urteil des Pontifex. Nichts an Xeran ist gerecht. Ein... Nichts an ihm fähig, ein Urteil zu sprechen. Aber mein Meister ist gerecht. Ein letztes Mal sollt ihr Pappenstelze und 12 Götterpaktierer, er schüttelt sich so ein bisschen, die Möglichkeit erhalten, euch richtig zu entscheiden. Ein letztes Moratorium. Er ist so gönnerhaft, nicht wahr? Ist er nicht barmherzig, der Pontifex? Ist er es nicht? Ist er es nicht? Plötzlich steht er hinter dir, Yalan, und schreit dir ins Ohr. Ist er es nicht? Dreh mich um, schlage meinem Ellenbogen nach ihm. Aber das hat natürlich keinen Zweck. Ja, wieder verwandelt er sich in abertausende Milliarden von Fliegen. Ein paar verschluckst du von ihnen auch. Hustest dich so ein bisschen, versuchst ein bisschen zu würgen, damit sie dann eben aus seiner Nase wieder rauskommen. Und er verwandelt sich dann vor deinen Augen wieder zurück in Torxis. Sag Xeran, er kriegt sein Schiff wieder. Wenn ich komme, um ihn zu holen. Ihr solltet aufgeben und den Kurs in Richtung Mendena aufnehmen. Aber ich hab mir gedacht, dass ihr so reagiert. Von diesem Tag werdet ihr gejagt sein. Keinen ruhigen Augenblick mehr haben. Denn das größte Monstrum des Perlenmeers hat die Fährte aufgenommen. Was sagt deinem Meister? Ich keinen Stein umgedreht werden lasse, bis ich ihn endlich in den Fingern habe. Dass alle Dämonen der Welt, die ihr herbeiruft, mich nicht aufhalten werden. Das sag ich ihm. Er schnüpft einmal und du merkst, wie sich die Arretierung an deiner Rüstung aufgehen. Du merkst, wie sie an deinem Arm herabrutschen. Plötzlich stehst du nackt da. Splitter, Faser, nackt. Die Plagenbringer ist unterwegs hierher. Mal wieder. Aber ich verabschiede mich von euch. Es war nett bei euch. Und jetzt? Ich muss weg. Paralysch da wie Stein. Ich meine, der geht eh nicht durch, aber ich probier's. Versuche, fäng an zu zaubern. Mhm. Zauberdauer. 5 Aktionen. 5 Aktionen. Dann würfel. Er schnipst. Du siehst, wie eine Kutsche in diesem Gang auftaucht und er steigt in die Kutsche ein. Okay, ja. Eine schwarze, vierspännige... Wie fassen 4 Pferde hier rein? Sie verschmelzen teilweise auch noch mit den Wänden der Arche. Du kannst dann die Pferde nicht ganz sehen, aber sie stehen dann wohl in den Pferden drin. Und du rufst den Zauber Paralys, starr wie Stein. Er lacht dich einfach nur noch aus und... sagt dann noch sowas wie Koboldgeschenk.
lachert dann noch einmal wiehernd wie ein Pferd und ruft dann einmal: Hüa! Könnt noch sehen, wie wohl auf dem Kutschbock ein Kutscher sitzt, der einmal ja die Peitsche knallen lässt und die Kutsche fährt los. Über das Wasser. Sammel meine Rüstung wieder auf. So, möchte mir jemand erklären, was das war? Oder wie wir es töten? Gute Frage. Ich denke, dafür sollte unser Magier eine Erklärung finden. Würde mich an die Feuerskirche wenden. Diese müssten eigentlich eine Zone wirken können, in der er nicht mehr zaubern kann. Nächstes Mal stoße ich ihm den Dolch in den Leib. Wir sollten die Magier in Kuntium fragen, ob sie uns nicht etwas erschaffen können, womit wir ihn töten können. Nicht jetzt. Kara, es geht an Deck. Lass Gefechtsbereitschaft herstellen. Achmat, wir müssen hier raus. Jetzt. Ja. Lasst Kurs nordwärts setzen. Um die Landzunge herum und dann auf die ironische Seeblockade zu. In der Zeit überlegen wir uns, was wir weiter tun. Und ich will, dass jeder Ausguck verdreifacht wird. Ei. Ja, und dann, wenn die anderen geht, ziehe ich mich erstmal wieder an. Dauert ja ein Weilchen. Achmat kann immer noch die Panik in den Augen von Xyleste und Piranha erkennen. Die Männer sind bereits auf Gefechtsbereitschaft, aber ihr könnt dann mit den Befehlen von Achmat und dem wahren Namen euren Weg in Richtung Norden fortsetzen. Und so flieht ihr. Flieht vor einem ungewissen Schicksal. Ob die Plagenbringer euch erreicht, ob sie wirklich auf dem Weg zu euch ist, oder dies nur eine Falle war. Ob ihr in Elborum aufgehalten werdet von der ironischen Blockade, ob ihr Perikum überhaupt erreicht, das werden wir klären beim nächsten Mal. Eure Arche stapft voran.